Das ist ja auch schon wieder alle das scheiß Ding. Ich fasse es ja nicht. Vor allem jetzt das Stasi-Modul alle. Da waren Stasi-Stationen, die Stasi-Station an der Wand. Jetzt hat er dich ziemlich eingekerkert da. Ich konnte nicht mehr weglaufen. Ja, der klar, weil du dich völlig hast einkerkern lassen. Auf die Arme. Ja, ich glaube, das hast du ziemlich verkackt jetzt. Ach, du hast auch die ganzen Health-Pakete aufgefressen. Das das machst du doch selber. Erzähl mir doch nichts. So. Das war Nummer 1. Da hat auch noch einen Arm. Lauf weg. Da war eine Säule hinter mir. Ja, ich habe euch mal wieder gezeigt, wie man es nicht machen soll. Huch. Aber zum Glück war ja so. Wenn nicht gleich noch da hinten nicht gleich rennen, sondern. Ich hab jetzt volle Stase und so hier. Ja, aber sammle erstmal. Da links zum Beispiel ist noch ein Container, den sammelst du erstmal ein und alles. Oder soll ich wieder übernehmen schon mal? Achso, das wäre eine Stase-Restart gewesen. Das bringt mir gar nichts. Also das ist jetzt eine Frage der Ehre, den muss ich jetzt glaube ich schon auch selber machen. Ich habe mir fast gedacht, dass ich jetzt der Ärger habe. Ja. Ärgern ist gar kein Ausdruck. Also so richtig gefährlich war er ja gar nicht. So. Er hat mich nur ein bisschen überrascht zuerst, muss ich gestehen. Oh. So soll man es übrigens nicht machen. Nee, nicht einfach wieder vorbeistasen. Wie so ein. Oh Mann! Geht jetzt die Stase gerade? Nee, du standst nicht genau davor. Du schießt auch ein bisschen daneben. Blindfisch. Ja, ich. Au, der springt ja. Ja. Warum kann der springen? Alles, was man dazu braucht. Richtung Knopf mit X, genau. Ja, also. Okay. Jetzt hast du es. Haben wir das doch hier. Schauen wir hinter den Säulen lang hier. Oh Mann, warum springst denn du, Alter? Deine Mutter. Ja, vielleicht starrst du jetzt mal ein. Ah, ja, ich hab gerade wieder mal die Tasten verwechselt. So. Ah ja, scheiße. Und nochmal einstasen, Ah ja, das ist doch zum Kotzen hier. Ich kann die leider kein zweites Mal starsen. Ich hab auch kein Herzpaket. Ich hab gerade wieder alles falsch gemacht. Ja, das stimmt. Was man noch so falsch machen kann. Dann ist genau davor. Leider nicht. Dann ist wieder nicht genau davor. Ist ihm der Arm gerade nachgewachsen? Jetzt übernehme ich. Ach, der wächst nach? Keine Ahnung. Ah, hatte irgendwie das Gefühl. Oh. Ja. Vielen Dank für dieses Bild. Beste Grüße. Ja, ich komme tatsächlich immer in wichtigen Augenblicken wieder mit der Steuerung durcheinander. Ist doch gut jetzt, Jungs. Und lass doch mal den Arm Isaac in Ruhe. Auf jeden Fall schon mal herzliche Grüße an Visceral Games von uns und vielen Dank für diese Darstellung des sterbenden Isaacs gerade. Alles klar. Du kannst auch gleich hier mal So, das nehmen wir jetzt erstmal mit. Glaube ich, womit man das umstellt, damit das Vieh den querschießt und nicht genau. Ja. Das hätte mir gerade ordentlich geholfen, aber in der Stresssituation habe ich völlig falsch reagiert. Ist doch immer das Gleiche. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Ich streite überhaupt nicht ab, dass ich da. Na was? Kleinere Fehler eventuell einräumen muss. Ja, nicht ganz ohne Bedenken räume ich ein. Da kommt der Dicke. So, erstmal starten wir den jetzt richtig. Ne? Ah, so ins Gesicht und so, ja. Ja, da wo man halt nicht verfehlen kann. So, zack, und nochmal. Und zwar hier. Ja, bei dir funktioniert die Stase auch auf einmal. Die auch völlig versagt. Wieso kannst du eigentlich so oft stasen? Viermal. Weil bei mir jede Stase trifft. Aber jetzt habe ich auch keine mehr. Muss ich mal ein bisschen laufen. Und dran vorbei und zack, hat funktioniert. So, und jetzt ist er so eine Arm los. Ja, ist auch nett, das Spiel passt sich dem Schwierigkeitsgrad an, also der Fähigkeit des Spielers an. Wenn man zweimal gestorben ist, wird es deutlich einfacher. Ja. Hey! Du Mistkäfer! Jesus, that thing was angry. Dana, I'm out of the hospital. Okay, the tram station is just beyond the apartment. Alte Schlonze, dich nehmen wir mit. How long have I been here? Three years.
Tideman found you floating in space when you just said and brought you here for study. Why can't I remember anything? The marker you found imprinted your brain with a self-replicating signal. The longer you're awake, the more the signal spreads. It's killing you, Isaac. Tyburn tried to keep it in check with memory suppressants. Yeah. You said you could fix it, right? Only if you reach me in time. Tram station, get moving. Okay. Also Isaac ist so ziemlich die tragischste Computerspielerheld, der mir in meiner ganzen Laufbahn untergekommen ist, muss ich sagen. Also der hat echt einen Scheiß. Hast du God of War gespielt? God of War? Ja. Ich glaube nicht. Weil Kratos ist auch noch ein bisschen, auch relativ tragisch. Ja, aber er ist auch echt eine arme Sau. Also ja, das stimmt schon. Das ist schon, da hast du schon recht. Er ist schon nicht ohne. Aber das da vorne, nee, das hat mich nicht eingesammelt. Also Respekt vor ihm, dass er nicht schon viel, viel früher den Plasma-Cutter an seiner eigenen Schläfe gehalten hat. Ja, definitiv. Definitiv. So, jetzt haben wir das alles schön ein hier. Was ist, was hier uns eben... Ach, guck mal, ein Health Pack. Ah ja, das so. Hätte ich gerade gebraucht. Memo an uns, auf keinen Fall in der nächsten Zeit auf die Kreistaste drücken. Wir sind voll und brauchen kein Health Pack. So, wo geht's lang? Ja, wir sind wahrscheinlich nicht ganz voll, ne? Fehlen wahrscheinlich so 2-3 Pixel noch. Ja, so, vielleicht. Dass er dann im Zweifelsfall tatsächlich so ein Health Pack anwendet. Ja, vielleicht wendet das auch sowieso an, auch wenn man voll ist. Keine Ahnung. Ja. Ich würde es nicht ausprobieren. So, der Weg führt uns mal wieder ins Unbekannte. Es ist düster und wir mögen es nicht leiden. Und ich kann auch nicht mehr so richtig ausmachen, wo wir uns gerade aufhalten. Was ist das? Das sieht aus, ein bisschen aus wie eine Werkstatt. Ja, wir haben gerade irgendwas gehört. Da gibt es ja ein paar Crates zu holen. Was ist denn das hier? Was machen die hier schon wieder für perverse Experimente? Das ist doch das allerletzte hier. Und Kohle liegt hier rum, ne? Ja, aber es gibt ja nichts zu kaufen, ne? Das ist echt. Bei Aldi war ja Ausverkauf. Richtig. Nichts mehr. Tja. Ja, geht's da hinten weiter? Ist das so eine Werkbank? Werkbank? Nee, das nee, ist wieder das so ein Stasezeichen, ne? Ja, genau. Nicht die Chinesen. Ja, was waren nochmal Chinesen? Jedenfalls, ne? Genau. Ja, das mag ich auch, das mag ich auch immer ganz besonders gerne. Wenn ich irgendwo lang gehe und der Gang endet dann in so einer Klappe, die ich abnehmen muss, und dann muss ich durch so einen Gang kriechen. Ich meine. Ja, weißt du wenigstens, wo es lang geht, ne? Ja, aber ich mag das einfach nicht so gerne, wenn mir sowas privat passiert. Zum Beispiel im Finanzamt oder so, wenn ich da bin und dann muss ich durch so einen Gang kriechen. Das ist einfach störend. Was im Spiel das Gameplay unterbricht, das unterbricht ja im... So Hartz-IV-Stelle, da müssen sie durch diesen nassen, dunklen Tunnel kriechen. Genau, und es könnten Necromorphs drin sein. Ja. Die wollen zwar nicht unser Leben, sondern unser Geld, aber es ist ja... Boah, das war ich eigentlich. Immer voran, ne? Ja, gehen sie mal. Genau. Mit der Nase nach. Audiolog. Hören wir uns an. Listen up, this is Sorensen from CEC. Cut off their limbs. It's the only way they go down. It's their limbs, that's the secret. Das war wahrscheinlich leider das Letzte, was er in seinem Leben gesagt hat. Vermutlich. Wahrscheinlich war es sogar er hier. Ach, das war doch er hier, ne? Das muss doch er gewesen sein, der es gesagt hat. Könnte er gewesen sein, ja. Steht nicht drauf. Store. Ja, was ist denn, wenn es im Store nichts gibt? Und dann noch eins. Shop. Oh! Ach, guck mal an. Und hier, Line Gun, Javelin Gun. Wir können richtig massig können wir kaufen. Hier ist mal mit Pack. So, Inventory haben wir aber schon mal eine ganze Menge. Ah, hier, guck. Das können wir erstmal verkaufen. Perfekt. Plasma Cutter. Ich möchte ja diesen Refurbished Plasma Cutter. Ich möchte ja keine. 4 Energieknoten haben wir auch schon. Die Line Gun, die nehmen wir, glaube ich, in guter alter Tradition, nehmen wir sowas nicht, ne? Ich würde sagen, würde ich das auch mit. Sagen, das hat bisher auch nie was gebracht. Also im Prinzip die beste Waffe im ganzen Spiel ist im Prinzip normalerweise ein Plasma-Cutter. Genau, und als kleinen Ausgleich dazu nehmen wir normalerweise noch den... Einfach wegen der Amputation. Die
Ja, genau. Man kann halt damit gute alte handfeste Amputation vornehmen. Ja. Das heißt, wir können mit der Werkbank hier gerade auch überhaupt nichts anfangen. Es sei denn, wir können unsere Rig ausprobieren. Nee, und normalerweise nehmen wir, wenn wir spielen, immer noch das, wie heißt es denn noch gleich? Das Impulsgewehr. Die Pulse-Cannon. Ne? Pulse-Cannon. Ja, nehmen wir auch noch mit für kleinere Sachen, einfach weil sich das damit das rapide schießen lässt. Das gefällt uns immer ganz gut. So, die Rig. Oh, Hitpoints. Oh, guck mal. Einer würde sofort die Hitpoints erhöhen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Ich würde jetzt sagen, das ist mal Damage. Was ist das? Increased Damage of TK Implement by 50%. Was ist denn das TK Impalement? TK Impalement? Was ist das? Impalement? Dem, dann, ah, Impalement. Meinst du damit die Attack, oder? Ja, warum? Dann wüsste ich nicht, warum sie nicht Melee Attack schreiben. Stattdessen TK Impalement. Impalement. Impalement natürlich. Wie auch immer. Hast du jetzt gerade unsere Hitpoints erhöht? Ja. Ich habe mir erlaubt, das zu tun. Erhöhte Panzerung, das ist auch schön. Aber ich frage mich, ob wir nicht vielleicht tatsächlich schon mal ein Schema übersehen haben, warum wir diesen Refurbished Plasma Cutter nicht kaufen können. Wir müssen doch einen vernünftigen Plasma Cutter kaufen können. Ja, natürlich durchaus möglich. Ich meine, wir rennen hier ja auch irgendwie. Also. Oder ich laufe hier ziemlich planlos durch. Wir haben aber noch 3 Knoten. Wir könnten durchaus. Ja. Glaube ich, nochmal Hitpoints erhöhen. Da habe ich mich doch getäuscht. Nee, das kann. Sie ist völlig richtig. Mit sogar nur mit 2 Knoten. Wollen wir das machen? Ja, ja, dann hätten wir immer noch einen über. Und ich meine, das sollen wir hier irgendwie so ewig. Ja, stimmt. Solange wir keinen anderen Plasma-Cutter haben, also, brauchen wir nicht aufsparen. Solange wir Plasma-Cutter nicht pimpen können. In diesem Spiel konnte man, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber man kann doch irgendwann auch die Knoten kaufen, oder nicht? Das kann man bei allen. Bei beiden Spielen. Kann man es im ersten auch? Ja, im ersten konnte man es auch. Ah. Sogar von Anfang an eigentlich. Nee, nicht noch einen Helm rum. Ich dachte, rum. Hier hätte man. Okay. Nee, das kann man in beiden. Ich habe es neulich erst gespielt, den ersten Teil. Ja, gut, dann wirst du es besser wissen. Richtig. Achso. Okay, wo führt der Weg uns lang? Hier. Ich möchte so eine andere Plasma-Karte haben und da langsam mal was reinpimpen. Ah, okay. So, hier, guck mal, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Direct Teaser. Das mal mitnehmen können. Ja, völlig richtig. Ah, toll. Oh, ah, hallo. Ja, ich erinnere mich an diese Stelle sogar. Ja, das war sehr witzig. Ja, ja. Komm, tritt nochmal drauf. Also, ich meine mich zu erinnern, dass wir hier mal voll auf die Fresse gekriegt haben. Ja, da war irgendwas. Gibt's hier nicht auch irgendwo diese. Naja. Station Emergencies in Effect. Also, ich sag mal so viel, ich glaube, das ist nicht der Einzige, der kommt. Das stimmt. So, hier können wir das erste Mal so ein bisschen einen Blick auf die Titanenstation The Sprawl werfen. Ganz anderes Setting als im ersten Teil. Natürlich ganz anders. Das war nicht erstmal. Haben sie gut gemacht. Ich finde auch, das ist auch sehr gut gelungen. Ich freue mich auch wirklich sehr auf den dritten Teil. Der kommt am 24. Februar 2013 kommt da raus und hat einen Koop-Mode, wie die meisten Fans schon wissen, und die meisten reagieren sehr ablehnend auf diesen Koop-Mode, weil sie meinen, der Meinung sind, dass Visceral Games jetzt die Reihe schon wieder kaputt macht, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also einmal, weil ich den Koop-Mode super finde, und zweitens, ich meine, das ist man hat so wenig gesehen von dem dritten Teil, nur so ein paar Gameplay-Ausschnitte. Warum muss man jetzt schon wieder motzen und sagen, oh Gott, das hat schon wieder mit Dead Space nichts zu tun und die machen die Serie kaputt? Also ich meine, der erste Teil war gut, der zweite Teil war gut. Also ich meine, der erste Teil war super, der zweite Teil war super. Und ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, das mich zu der Überzeugung bringt, dass der dritte Teil nicht super sein wird. Wie siehst du das? Ich stehe dem ein bisschen zwiespältig gegenüber, einfach weil. Also der erste Teil war so grandios, weil es einfach mal wieder was Neues war. Und es ist halt sowohl in der Video- als auch in der Computerspielindustrie so, dass man mal ein Sequel nach dem anderen schickt, anstatt natürlich irgendwie Geld und Risiko selbstverständlich auch in die Entwicklung von etwas Neuem zu stecken.
Ich glaube ganz einfach, also dass der dritte Teil kann mit Sicherheit ein sehr gutes Spiel sein, auch wegen des Code Modes oder wahrscheinlich gerade wegen des Code Modes, weil man mit Sicherheit nicht an den Grusel-Effekt des ersten Teils irgendwie wird anknüpfen können. Das hast du im zweiten Teil schon gemerkt, es ist lang nicht mehr so gruselig im Prinzip, weil es einfach nicht mehr so neu ist. Da will ich mal ganz kurz unterbrechen, wir machen das, oder? Hier? Wir machen das, oder? Wir können einen Knoten reindrücken, um das Powerlock zu... Ja, auf jeden Fall. Okay. Okay, also was... weiter im Programm. Worauf ich hinaus will, ist... selbstverständlich werde ich oder werden wir das Spiel spielen, im Koop. Dann mal schauen. Aber... ich glaube ganz einfach, dass das ein... dass es wahrscheinlich nicht das Grusel-Level erreichen wird, wie der erste Teil. Natürlich nicht, aber ich meine, solche Serien entwickeln sich und ich finde immer ein bisschen schade, wenn man grundsätzlich die Ansicht des Entwicklers anzweifelt als User. Ich meine, wer sollte besser wissen, wohin man sich die Serie entwickeln soll, als der Programmierer. Ja, und ich meine, wir haben es beispielsweise bei Resident Evil erlebt. Resident Evil heute hat nichts mehr zu tun mit dem, was es früher mal gewesen ist. Ich persönlich muss sagen, gut, ja, ist richtig, aber ich persönlich hätte auch nach dem dritten Teil, beziehungsweise Resident Evil Code